Lasst uns anfangen. Es geht doch nichts über eine ordentliche Portion Zwerg zum Frühstück. Wo ist der Steinmetz? Da ist der Steinmetz. Wo ist der Steinmetz? Hier. Wo ist der Steinmetz? So. Lasst uns anfangen. Dann kommt der Stein schneller rein. Dann machen wir schon das mittlere Haupthaus, dann noch mehr Zwerge und dann fangen wir an, Ressourcen abzubauen. Und langsam die ersten Verteidiger zu holen, die wir brauchen. Ich wette, dass alles würde sehr viel schneller gehen, wenn wir einfach zaubern würden. In unserer Geschwindigkeit ist das ja auch mit dem Wimpernschlag erledigt. Hm. Die ersten Speer. Die ersten Albert Speer kommen. Oh Mann, der Witz wird auch nie alt. Vielleicht wird er schlecht, aber er wird nicht alt. Ich muss mal ein bisschen näher. Zu Befehl! Alter, wie lange die brauchen für diesen Dämonentöter? Unglaublich. Ja, irgendwie kommt dieser Getreuer gerade gefährlich nah. Das ist ja noch ein Dämonentöter. Oh Mann. Na komm, beschleunigen wir das Ganze ein bisschen. Wir können ja zum Glück schnell zaubern. Verteidigt euch! So. Hier noch ein bisschen, dann noch eine Feuerwelle. Ist der jetzt endlich mal tot, ey? Achtung! So, jetzt ein paar Feuerbälle. Das dürfte wohl nicht reichen. Chengfei feuert auch noch ein bisschen mit. Er ist am Anfeuern. Das nenne ich fortschrittliches Anfeuern. Die Rune ruft zu Befehl. Wird sofort könnte man doch als Anschüren bezeichnen. Vorsicht! Was der alles an Status hat, ey. Ein Status? Was ist die Mehrzahl von Status? Stati? Hört sich komisch an, habe ich noch nie gehört. Aber Status hört sich zu blöd an. Das wird bestimmt nicht die Mehrzahl sein. Er hat zwei Status. Es hört sich blöd an, ich glaub's nicht. Aber Stati, davon habe ich noch nie gehört. Die Rune ruft? Für die Rune! Die Rune ruft? Für Mütterchen Runenland. Zu Befehl. Also, jetzt lauft ihr dem alle hinterher. Hältst du, musst ein bisschen Forsti zeigen. Ein paar Kelloggs Forstis auspacken. Du entkommst nicht. Ich werde dir mein mächtiges Geschoss um die Ohren hauen. Komm, nimm mal weg. Stufe 32, das ist doch ein Witz. Was wollt ihr? Mittleres Haupthaus, das wollten wir jetzt nächstes machen. Machen wir die Haupthause mal. Haupthause. Ein Haupthaus, zwei Haupthause. Alter. Häuser, das machen Passt wir. Auf. Die Haupthäuser da oben. Ich glaube, ein Angriff steht bevor. Oh, nee. Auf mein Kommando. Es gibt keinen Angriff, den die Eiswelle nicht abwehren kann. Aber solange bis wir mit unseren Zwergen halt oben sind, können wir diese Stelle hier verteidigen. Das ist wunderbar. Sobald wir das Elfenmonument haben, müssen wir halt gucken, dass wir hier verteidigen und da verteidigen. Gut, wenn wir dann später mit den Zwergen weiter wachsen, müssen wir das so oder so, aber bis dahin haben wir dann zumindest die ersten Einheiten. Von daher habe ich es ganz gerne so, wie es jetzt ist. Und die Elfen noch nicht aktiviert. Gibt es Arbeit? Was wollt ihr? Ich habe ungern dieses Multi-Management. Management. Multi-Management. Management. Ich weiß nicht wieso. Entweder hat es jeder Deutsche im Blut, gerne Franzosen zu verarschen, oder es ist irgendwie so mein Ding, aber ich verarsche gerne Franzosen. Buckt in die Hände, Männer. Vor allem, weil ich mit der Sprache halt einfach nichts anfangen kann. Es gibt manche Leute, die finden es schön. Ich finde die französische Sprache stellenweise schön, solange es von einer Frau gesprochen wird. Aber wenn das ein Mann spricht, da habe ich immer, dann kriege ich so einen richtigen Adrenalinschub, so eine richtige Aggressionssteigerung, wenn ich einen Mann Französisch sprechen höre. Dann das gibt es ja wohl nicht. Willst du uns alle umbringen? Mondsilberminen, da brauchen wir so einiges. Aber ich glaube, mehr als drei Leute sollte ich da nicht abbauen lassen, um es auch ein bisschen nachhaltig ganz gut abbauen.
Nein, nein. Wenn ich drehe? Ja, wenn ich drehe, funktioniert's. Sogar so, dass es direkt hinzeigt. Perfekt. 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 P-U-R-F-E-K-T. T-C-T. Moment mal kurz. So speichere ich ab. Das nenne ich mal Perfekt. Alter. Ich lieb's auch manchmal so, einfach mit unglaublicher schlechter Schreibweise zu scrollen. So, wir haben doch noch jemanden mit Eiswelle. Jetzt wird's mal Zeit für ein Double Team. Mehr Eiswellen braucht das Land. Mehr Eiswellen, mehr Eiswellen, mehr Frost, mehr Frost. Wow, 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 sie geht jetzt echt schnell drauf. Wir haben gemerkt, von wem die Eiswellen kommen. Also nicht nur von mir, sondern auch von der. Ja, die machen aber viel Schaden. Sind da Nachtmare dabei? Ich glaube nicht. Aber trotzdem genug Schaden. So. Lasst uns anfangen. So, da haben wir, war ja noch irgendwo Mondsilber. Ich glaube, jetzt haben wir es erstmal soweit geklärt. Dann, was brauchen wir denn noch? Die Mondsilberhalle brauchen wir auf jeden Fall noch. Die passt eigentlich ganz gut hierher. Hände, Männer. Was steht eigentlich? Vielleicht legen wir vorne sogar noch gleich eine Schmiede hin. Dürfte eigentlich, ja, wunderbar. Bockt in die Hände, Männer. Zu euren Diensten. Auf mein Schnell. Kommando. Boah, Karteiverteidiger mit zwei Streitkolben. Das ist ein Multigünde. Eisender Skorpion, sowas kennen wir auch noch nicht. Das ist quasi ein Eisender auf vier Beinen direkt. Schaut schon fast aus wie so ein Roboterhund, ey. Hat was. Hat was. Schmiede sind in der Mache, das haben wir, das Steinwiederhaus. Die Belagerungskämpfe. Stimmt, die Gebäudezerstörer der Zwerge sind übrigens die einzigen. Die. Punkt. Das sind übrigens die einzigen, die. So. Noch Fragen? Ich hoffe nicht. die von den Zwergen sind übrigens die einzigen, die keinen Fernkampf haben. Die müssen in den Nahkampf. Dafür haben die aber unglaublich hohe Resistenzen. Das heißt, dass Magie denen kaum was anhaben kann. Das heißt, ich glaube, die würden sogar die schwarzen Türme kaputt machen können. Wenn sie es wollten. Sie wollen es aber nicht. Nied half zur Ehre. Das ist aber schön, wenn der Nied zur Ehre half. Haha. Der Nied half zur Ehre. Gibt es Arbeit? Aber ja, diesen Gebäudezerstörer der Zwerge, wir werden auf jeden Fall nochmal ausbilden. Einen Zugang gefunden. Sie fallen uns in den Rücken. Ja, damit meint er den da hinten. Aber Rücken ist es nicht, die kommen dann immer noch da lang. Deswegen habe ich ganz zuerst die Zwerge. Ja, jetzt kommst du doch von da, ey. Dann gucke ich aber nicht schlecht. Beim allerersten Mal dachte ich das, dann habe ich schon gedacht, ach du Scheiße. Aber nö, die meinen damit den hier. Ja, aber diese Gebäudezerstörer, da ich jetzt gerade Empire Earth noch nebenbei Let's Play, kann man sich vorstellen wie diese Samsons aus Empire Earth. Also mal so ein Typ mit einem Rambock in der Hand. So ist dieser Gebäudezerstörer der Zwerge. Empire Earth. Das könnte man auch so verarschen im Begriff. Ah. Das Gebäude ist fertig. Empire. Ist der Begriff Eier noch eingebaut? Das ist ganz wichtig. Zu euren Diensten. Stehe bereit. Alles klar. Ja, ja. Spätestens jetzt wisst ihr. Na gut, das wisst ihr bestimmt schon vorher. An dem Augenblick könnt ihr euch denken, was viele Lehrer aber mit mir durchmachen mussten als Schüler. Vor allem Englischlehrer. Was ich mit der englischen Sprache alles angestellt habe, das wollt ihr gar nicht wissen. Das Gebäude ist fertig. Es war aber schön. Es war aber schön. Das muss man auch irgendwie sagen. Irgendwie, je erwachsener man wird,
desto mehr Verständnis haben die Lehrer für meinen Humor gehabt. Wahrscheinlich haben viele Lehrer das automatisch so als Kiddie-Humor, als Kiddie-Rumgespinne abgetan, als ich noch jung war, weil da war mein Humor nicht sehr groß anders. Aber ab dem Zeitpunkt, in dem ich jetzt mein Abi gemacht habe, an dem ich halt auch volljährig war, den auch schon meine Ausbildung hinter mir hatte, wo sie ja wussten, ich bin jemand mit Vernunft und Verstand, so. Also es ist wirklich so, Lehrer denken sich so, ab einem gewissen Grad sind diese Schüler, haben Vernunft und Verstand, das ist wirklich so. Also das haben die auch zu uns gesagt, die Lehrer in der Berufsoberschule haben gesagt, ihr habt alle eine Ausbildung gemacht, ich nehme von euch an, dass ihr alle wisst, was das Beste für euch ist. Deswegen haben viele Lehrer auch gesagt, dass die uns mit Hausaufgaben und so nicht hinterherrennen. Und ja, wie gesagt, da 9 von 10 Lehrern konnten ohne zu zögern über meine Witze lachen. Also Sachen, die ich immer reingeschmissen habe im Unterricht oder so, die habe ich dann aus Überzeugung schon reingeschmissen, weil ich wusste, der Lehrer findet es auch lustig. Ach ja, und das war auch wirklich so, also die konnten wirklich drüber lachen und es ist nicht so, dass die dann auf einmal einen anschreien und ermahnen und sagen, mach das nie, hör auf mit dem Mist, sonst fliegst du raus oder so. Nö, die finden es lustig und sagen, ja, der war gut und machen wir den Unterricht weiter. Und das ist auch viel, viel entspannter, auf diese Weise Unterricht zu haben. Kann man nur sagen. Kleinigkeit. Die große Waffenkammer, die brauchen wir noch für unsere kleinen Zwerge. Da brauchen wir auch noch die. Wenn wir dann die passenden Upgrades haben, dann geht's schon ab. Oh nein! Das ist dieser Zugang hier nebenan. Und da auch. Seht ihr, und jetzt wisst ihr spätestens jetzt wisst ihr, warum ich ungern gleich am Anfang 2 Völker mache. Das macht uns die Sache unglaublich schwieriger, wenn wir jetzt uns an 2 Fronten verteidigen müssen. Wir müssen die Elfen verteidigen und jetzt oben die Zwerge. Nein! Gudwin sagt nein. Haltet durch, Männer! Feindliche Angriffe! Haben wir die da? Ja, die haben wir da. Dann machen wir Aura der Heilung rein. Frau. Frau, wo ist das Bier? Hast du mal auf die Uhr geschaut? Ja, da ist es nicht. Geilster Dialog ever. Ja, die belagern jetzt ein bisschen das Monument, da können sie ruhig noch bleiben. Können da gerne ein paar Häufchen setzen und so. Das bedüngt noch ein bisschen. Deswegen ist wahrscheinlich so viel Grün hier. Was? Ein Blasrohrjäger. Kannst du froh sein, dass du nicht weiblich bist? Dann bist du schon mal... gut, Geschlecht ist da vor dieser Zweideutigkeit eigentlich auch nicht geschützt, muss man sagen. Das Gebäude ist fertig. Oh Gott, ich höre lieber auf, drüber nachzudenken. Ich lasse es lieber. Ich lasse es einfach. Bitte, Bilder aus meinem Kopf. Verschwindet raus. Hier. Wir holen uns unsere Ruhe. Ich glaube, die ist noch nicht mal so unstark. Könnte sogar sein, dass es die zweitstärkste Einheit nach den einzelnen Nachtmaren ist. Wenn ich mich recht erinnere. Von daher, fokussieren. Ach Gott, wir brauchen bald noch mehr. Punkt. Wir brauchen einfach noch mehr. Das ist mein Motto. Wir brauchen mehr. Mehr. Damit meine ich nicht das mit Doppel-E. Das mit H. Mehr. Ja, komm, dann machen wir noch das Stein wieder raus. Wenn wir schon dabei sind am fröhlichen Bauen, können wir das schaffen. Nied half zur Ehre. Ja, der Nied half bei so einigen. Ich hätte eigentlich wirklich mal die Gebäude ein bisschen sortieren können. Na egal. Egal. Der mit der Panzerfaust, ich weiß. Machen wir hier noch ein paar? Ja, kommt, machen wir hier noch ein Nahrungslager hin. Dann noch 2 Schweinezuchten außenrum. Schweinezuchten, nicht noch mehr Nahrungslager. So in etwa. Da dann noch eine. Nied half zur Ehre. Eigentlich könnten wir hier auch noch eine hinhauen. Kommt, sind wir mal nicht so. Umso schneller geht's dann. So. Dann bräuchten wir hier ist noch ein Arbeiter, der geht da nochmal mit hinter. Haben wir noch? Da haben wir noch einen. Wunderbar. Haben wir noch einen da? Das wäre Na, dann nehmen wir so noch einen mit. Hier holen wir nämlich auch wieder 3. Da machen wir auch wieder ein Nahrungslager hierher.
und 2 Schweinezuchten außenrum. Dann reicht es, was die Nahrungsversorgung angeht. Dann konzentrieren wir uns eigentlich nur noch großartig auf... Punkt. Auf. Wir konzentrieren uns auf. Aha, es gibt manche Leute, die konzentrieren sich ab. Wir konzentrieren uns auf. Ja, so passt das. Ideal. Ja. Aber hier, folgt mir. An sich hat Spellforce wirklich gewaltig. Gut, wir dann konzentrieren wir uns. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was man sagen wollte. Aber danach können wir uns genau auf Schmieden konzentrieren. Das wollte ich, glaube ich, sagen. Dass die Einheiten schneller kommen. Weil. Das ist ja ein Witz. Ein Witz. Hahaha. Was wir derzeit an Einheit Ausbildungsgeschwindigkeit haben. Ja, vielleicht müssen wir das da unten gar nicht bebauen. Wir haben jetzt nahezu alles, was wir brauchen mit den Zwergen. Und noch viel mehr.